Oh, Helm, hässlicher Helm für Marco. 10 Minuten ist left. 20. Ne, 10. Wir haben ja 10 vor angefangen. Oder ja, Viertel vor. Aber lieber, ja, dann sagen wir 15. Mit ein bisschen Puffer. Weil die Folgen sind ja nicht genau 15 Minuten lang. Beziehungsweise je nachdem, wie weit die Quest uns jetzt noch führt, weil wir müssen eigentlich nur noch da in das Haus rein, glaube ich. Den Datacron rausholen, die Leute ein bisschen aufmischen und dann können wir ja aufhören. Ist das ein Deal? Oder Alt F4en wir direkt um 18.20 Uhr? Alt F4, nicht mal die Aufnahme gestoppt. Ja, natürlich, direkt so zum! Direkt PC ausgedrückt, Stromkabel gezogen. Das ist ja Domi immer, wenn er ins Bett geht. Pum. Ja, Domi, gewinn dir an, Tschüss zu sagen. Bier. Alter, F4, Stromsteckdose, Klickschalter aus, zack. Bier. Pum. Ich muss das angewöhnen wie PewDiePie. Bier. Domi hat auch auf Wo seinem hier? Nachttischschränkchen eine Pistole liegen, damit er gleich direkt seine Glühbirne ausschießen kann. Boah, vor allem, wenn er so Glühbirne... Ja, der Teil geht halt extremes Geld. Ich war schon mal so. Nimm doch Sparlampen. Ja, Tommy hat den letzten Bestand dieser ganz alten Glühbirnen auch gekauft, weißt du? Die muss er ja, was 70 Wattbirnen oder was das war? Keine Ahnung. Ja, die muss er jetzt erstmal alle machen. Bestimmt auch nicht gesund, wenn du so diese Sparlampen da zerschießt. Wahrscheinlich explodieren die direkt. Da ist ja Wumms hinter. Und ein Funke und bäh. Ah, Funk. Ist ein cooles Schloss. Wollen wir es für uns nehmen und einziehen? Ja. Können wir machen, oder? Hier ist irgendwas Unsichtbares jetzt gewesen. Ach ne, irgendwas, das landen will. Eine Schocktruppe. Eine Schokotruppe. Das klingt irgendwie voll rassistisch, die Schokotruppen. Ja. Marinetruppen. Geht's hier um Marine oder Marines? Das ist jetzt die Frage. Hatsch. Da wurde ich umgehauen. QBE. Auch wenn ich dann nicht kämpfe, aber egal. Zivilität. Schneller als ihr. Echt mal, wir spielen doch gerade gar nicht Heroes. Heroes. Heroin, wie Buddy und Billy mal so schön sagen. So, heute spielen wir wieder in der Runde Heroin. Ja, hast du Bock auf Heroin? Oh, meins. Ah. Danke. Ich hätte mich im Vorfeld beschweren müssen, dann kriege ich es auch. Königlicher Ulgo-Schild, Alter, das klingt wie so Fleischschild. Das ist Riesenschild Gartner. Die sind bei mir gerade alle despawned. Bei euch auch? Ja, in den vollen. Haben sie Pech gehabt. So, sucht mal hier links oder rechts so eine Tür mit einem Spalt. Ich glaube, das ist die da hinten links. Ja, das ist ein Objekt. Oh. Okay. Die Korps. Kann man im Kampf lernen? Kann man ein Buch lesen? Ein Thron? Kein Thron. Oh, das ist ein Ball. Das ist der eiserne Thron. Das ist eigentlich nur wie so ein Autositz. Ich weiß jetzt schon, dass ich da nicht durchpassen werde, wenn es die richtige Tür ist. Ha! Ja, ich kann links durch. Okay, früher gab es links den Durchgang nicht. Da kommen jetzt. Obwohl, mein anderer war ja groß und breit. Meiner ist ja klein und dick.
Ja, für die Fettis muss es halt auch noch einen Gang geben. Ja, aber für die großen Breiten bräuchten. Der müsste eigentlich so wie Hulk durch die Mitte durchbrechen können. Wo er dann so eine Spur in der Tür hinterlässt. So eine, ja, genau. Genau sein Umriss. Genau sein Umriss, genau. Das wäre geil. Ja, das hatte ich damals. Da musste ich wirklich jemanden, der mich so rangrippen kann, wie halt so ein Kopfgelddigger. Ich hatte aber einen Heiler und irgendwas was heilen konnte auf jeden Fall. Und hab den angebettet, bitte zieh mich da durch, ich will meinen Hintergrund haben. Das war intelligent, das Ding ist genau auf der anderen Seite. Ja, geil. Aber voll gemein eigentlich gewesen damals, weil dann hat ja eigentlich nicht jeder die gleiche Chance gehabt. Nee, das gab auch voll viele Bugs. Es gab sogar einen, wo ich meine, das war ganz relativ zu Anfang, das war halt wirklich nur ein Bug, der ging nur in der englischen Version. Da musste ich mein Spiel kurz umstellen, damit ich wirklich alle meine Datacons habe. Weil ich wollte ja diesen flotten Datacon haben. Ich glaube, konnte man den. Ne, den konnte man glaube ich auch so sammeln, aber ich wollte halt alle haben. Und ich sag mal so, jetzt, wo ich jetzt gerade wieder spiele, Jahre später, hätte ich wahrscheinlich nicht dran gedacht, hey, der Bug ist jetzt bestimmt behoben, ey, mir fehlte doch damals noch der eine Datacron auf Base Harvest oder so. Ich wüsste ja nicht mal mehr, welcher Planet das war. Aber tatsächlich, da ich mich noch dran erinnere, okay, wahrscheinlich, weil ich es gelesen habe. Weil ich im selben Atemzug auch gelesen habe von dem Datacron hier. Der Probleme. Waren das die Marines? Oder Marinetruppen? Ja, die werden dann wahrscheinlich doch anders sein. Nee, da nicht die Organas erklicken. Das sind ja hier die Ölgeholten. Achso, ist das ganz woanders? Oder? Ja. Nö, ich muss. Ist hinterm Haus. Also. Achso, das sind zwei Häuser und wir sind jetzt gerade die dritte Partei, oder was? Genau. Ah. Das ist vollkommen korrekt. Wille. Oh, fuck, ich muss ja. Geil. Alter, wie dunkel Marco hier aussieht. Überleben wir das? Ja. Ich hab's nur leicht gemacht, ich bin hier einfach auf das Banner gesprungen. Tatsächlich von der Komposition echt ein langweiliges Lied, weil es irgendwie immer nur dasselbe ist. Aber also ist cool. Du spielst auch wirklich nur immer dasselbe, quasi zum Beispiel auf dem Klavier oder auf der Gitarre. Machst du immer schneller, mal langsam, aber es ist immer nur. Das ist quasi immer jetzt als Beispiel immer nur die Tonleiter, mal schnell, mal langsam. Oder alle meine Händchen. Schneller, ja. Alter! Alle meine Entchen, ja, meine Entchen schwimmen auf dem See. Alter, ist schon geil hier. Sind wir im Reichstag? Ist das Ding unter Wasser? Bisschen. Das da oben ist Wasser, ne? Ja. Das ist eine Wasserkuppel. Boah, epische Mucke. This is fucking water. This is a tasty burger! Na, boah, von wem? Das sieht aus wie Magneto, Alter! Fuck! Drück doch mal! Ja! Domi, weißt du, woher das Zitat ist? This is a tasty burger! Nee. Oder? Nee, hier, Pulp Fiction, oder? Ja, genau. A damn motherfucker, a double day. Kommen, um den Thron von Alderaan für ihre eigenen üblen Zwecke einzufordern. Hat der König etwa Angst? Die ich da rieche? Die Rechtschaffenen haben von blutlustigen Dingen wie euch nichts zu befürchten. Auf zu masturbieren. Einziger stark genug, auf zu masturbieren. Was hast du hier so gerade noch raus? Ich muss schlicken. Ey, guck mal, der hat alte Tastaturteile da hinten hinter seinem Thron, hinter seinem eisernen. Das ist der eiserne Thron. Nur bei mir ist er sicher. Nur ich kann Alderaan schützen. War halt die ganze Faust. Das war's. Ich wusste, dass Domi die 1 drückt, oder? Hast du die 1 gedrückt? Ja. Auf die Fresse! Ja, cool, das ist auch wie so ein billiger Iron Throne hinter ihm. Oh mein Gott! Geil! Tötet diese Eindringlinge. Der eiserne Thron mit einem Sofa kombiniert. Okay. Das eiserne Sofa. Ob das wohl so gemütlich ist? Okay, ich kill die. Ihr schleicht zu den Generatoren.
geht's. Oh. Muss ja erstmal aus dem Kampf kommen. Schön auch, dass wir beide in dieselbe Richtung rennen, dann mach ich es halt alleine. In die Verstand zu können, benötigst du schwere Bewaffnung. Was? Warum zu kisten? Rechts, also da oben rum, liegt die schwere Bewaffnung. Sterbt ihr Schweine! Macht sogar nicht Schaden. Loop, loop. Alter, what the fuck? Was kriegt ihr denn so aufs Maul? Ich hab Marco nicht mehr draußen, warum eigentlich nicht? Im Kampf nicht möglich. Dumm, ich komm. Okay, nicht. Ich bin am Sack. Geht im Kampf. Ich komm nicht aus dem Kampf, warum nicht im Kampf? Ach, jetzt kommen die zu mir. Ja, wundervoll. Geil. So, fast gar nicht viele. Oh, was? Oh, fuck. Das war. Intelligent? Was doof. Oh, fuck. Jetzt habe ich noch eine Gruppe gefunden. Genius at work! Ja, das wird dann wohl auch dein Schuld sein. Okay. Oder? Jetzt sind meine ganzen Bugs ausgelaufen, glaube ich. Ja. Ich kann mir jetzt selber kein Schild geben. Ich habe geskillt, dass ihr das kriegt. Wenn ich es benutze. Damit ihr mich nicht verreckt. Oh, das war wirklich unintelligent. Sind wir jetzt wirklich alle rausgefallen? Wow. Egal, den Chip machen wir jetzt noch. Weil ich das sage. Ist ja wie in alten Zeiten in WoW, wo der Dings, der Friedhof so scheiße weit weg war immer. Mhm. Oh, fuck! Jetzt hast du den Friedhof immer direkt vor der Tür. Ach, du bist bei Quest 0 auf 15 gestorben? Ja, geil, hier. Hast du deinen eigenen Geistheiler. Ach, weißt du was, hier, Wiederbelebung for free. Todesritter Stadtgebiet. Lulu, ich liebe Äpfel mehr als du. Lulu. Also waren wir mal so geskillt wie ich gestern in The Witcher. Na Mann. Ja, willst du damit sagen, ich habe kein Skill in The Witcher? Ja. Arschkopf! Entschuldigung. Den Schreck muss ich mich erstmal kratzen. Ha, Domi hat Gargot. Ach, Quatsch. Du lügst doch. Deswegen lasse ich dich vorlaufen. Was ist es eigentlich? Es sieht immer so aus, als würdest du so eine Rauchbombe werfen, damit du verschwindest. Das ist mein Tarnschirm. Damit komme ich aus dem Kampf. Ja, aber es sieht halt wirklich so aus, als würdest du hier so wie so ein Ninja so. Und weg. Müssen wir nochmal von vorne anfangen? Okay, diesmal bleiben wir zusammen. Wir müssen nochmal mit dem Spasti labern. Spursti! Hey! Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Krieg du mich nicht gebracht? Achso. Jetzt. Chillax, Digga. Chillax dich.
Ja, ich wollte ja nur schon mal anmerken, dass ich da bin. Maul halten. Bin wieder da. Warum ist hier ein Heilkreis? Ach nee, das ist von der Quest, ich dachte schon. Weil der einmal in der Luft schwebt und einmal auf dem Boden klebt. Da. Kennen wir ja. Leertaste, Hermann. Nur zu. Na, ich. Hat doch wieder einen Angriff provoziert. Ich hab diesmal auch eins gedrückt. Ich bleib bei meinen Entscheidungen.